So, noch einmal das schöne Spiel, weil es uns so gut gefiel. Das ist der Drachensud hier an dem mittelalterlichen Weihnachtsmarkt in Dresden. Und dann gibt es noch Gourmet, Paprika, dann Rüstzwiebeln, Sambal, Omelette und Pepperoni. Sogar Oliven. Also Oliven heißt es eigentlich, kann ich ja schon gar nicht mehr entziffern. Aber hier gibt es auch schönes Knoblauchbrot. Ja, und das ist sehr lecker. Nebenan ist auch eine Taverne, die sehr, sehr super ist. Und das schmeckt auch lecker hier. Und dann gehen wir mal langsam aber sicher Richtung Essen und zeigen euch mal, was es hier so gibt. Ja, wir haben hier einige Sachen und dann kommt ein verstecktes Fortinhäusel. Ja, das ist dann, schöne Figuren werden hier mit Masken gemacht. Oh, das ist ja fein. Aus Holzsignum. Ach, und das ist cool. Auch die Teufelsmasken sind ja klasse. Und dann haben wir hier noch schöne Laternchen. Und da haben wir schon auch ein paar Brettchen, die man zu Hause auf den Tisch legen kann oder andere Sachen. Und das ist eine schöne Stelle, wo man schön was essen kann. Ein paar schöne Morgen. Ein paar schöne Kartoffeln mit Knoblauchsoße oder anderen Soßen. Das schmeckt auch sehr lecker. Könnt ihr ruhig mal vorbeischauen bei mittelalterlichen Weihnachtsmarkt in Dresden. Euer Engelwas aus Coswig bei Dresden im Meißen.